Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Podcasts. Heute haben wir einen ganz spannenden Gast da, nämlich den Mario Lochner. Und das ist einer der Köpfe hinter Mission Money, einem der erfolgreichsten YouTube-Channels für die ganzen Themen Börse, Aktien und Finanzen. Und den Mario selbst habe ich schon vor ein paar Jahren kennengelernt, als das Ganze noch am Entstehen war. Und dann habe ich eben so aus der Entfernung mitverfolgt, wie heftig das Ganze eben gewachsen ist. Da war ich eben sehr beeindruckt und deshalb sehr spannend, dass er heute hier ist und wir von ihm einerseits was sozusagen erfahren können aus der Perspektive des Content Creators. Wie baut man so einen erfolgreichen Channel aus? Und vielleicht gibt uns auch noch ein paar spannende Aktientipps. Herzlich willkommen, Mario. Ja, danke für die Einladung. Freue mich sehr. Ja, genau. Vielen Dank, dass du heute zu Gast bist. Erzähl doch mal ein bisschen was über dich, sozusagen von deinem Werdegang, auch als Journalist, und wie du dann das ganze Thema Mission Money gestartet hast. Also ich bin nach wie vor Redakteur bei Focus Money, habe eben da die klassische Laufbahn durchlaufen, eigentlich so wie man jetzt vielleicht zum Finanzjournalisten kommt, also erst BWL studiert, dann Volontariat gemacht, also diese klassische journalistische Ausbildung, und dann haben wir zu viert, haben wir damals Mission Money aufgebaut. Das war vor rund, ja, so vor 4 Jahren, ist schon über 4 Jahre her, dass sozusagen diese Idee entstand, eben sozusagen Focus Money ins Internet zu bringen. Oder Internet ist vielleicht ein bisschen falscher Ausdruck, also auf YouTube, Bewegtbild, Video war ja damals schon ein Megatrend und war aber trotzdem noch früh genug, um da aufzuspringen. Und ja, dann haben wir damit gestartet, so im August 2016 sozusagen diese Idee zu entwickeln, ein Konzept zu entwickeln, und dann sind wir, glaube ich, online gegangen. Ich glaube, es war Ende November 2016. Du warst damals auch dann ja live da mittendrin sozusagen, hast uns da auch geholfen als Experte und hast den Start dann damals auch mitbekommen. Klar, am Anfang ist das natürlich zäh, da die überhaupt mal die ersten 1000 Abonnenten zu kriegen. Ich weiß noch, als wir da saßen, und die ersten 100 Abonnenten und wir schon aus dem Häuschen waren, dass sich da überhaupt jemand dafür interessiert. Ja, und jetzt sind es 187.000. Sieht dann immer einfach aus, aber war schon auf jeden Fall ein durchaus zäher Weg, gerade am Anfang natürlich. Also gerade das erste Jahr war schon, ja, holprig. Genau, wie sagt man immer so schön, irgendwie so Overnight Success, 4 years in the making, ne? Ja, ist, genau. Hat ja viel Zeit investiert. Genau, erklär doch mal kurz, worum es in eurem Channel so geht und sozusagen warum, was sozusagen vielleicht auch so die Value Proposition ist, an welche Zielgruppe es sich auch richtet. Also unser Konzept ist also Mission Money, dein Kanal für mehr Geld, Motivation und Erfolg. Und wir sind eben damit gestartet, das war von Anfang an unser Warum, dass wir einfach dieses Thema Aktien, Geld, Börse, was schon immer so ein bisschen bäh war, gerade in Deutschland, dass wir das ein bisschen cooler machen wollten. Also wir sind eigentlich gestartet mit einer wahrscheinlich zu jungen Zielgruppe. Wir haben halt gedacht, okay, vielleicht können wir auf YouTube mit den 16-Jährigen irgendwie anfangen und vielleicht interessiert es dann auch noch die 25-Jährigen, wenn wir Glück haben, vielleicht noch einen 30-Jährigen, sind da sehr jung eingestiegen, wollten das eben unterhaltsam machen, am Anfang dann wahrscheinlich ein bisschen zu cool, ein bisschen zu unterhaltsam, aber wir wollten halt zumindest Storytelling war uns sehr wichtig, also das wirklich nicht langweilig zu machen, aber trotzdem seriös, also unsere Kompetenz als Finanzjournalisten einzubringen. Und wir hatten da im Team auch schon durchaus jetzt auch einen dabei, der macht das schon sehr, sehr lange. Und selber ist man auch schon lange an der Börse. Also ich habe meine erste Aktie auch mit 16 schon gekauft, also mittlerweile auch schon theoretisch 17 Jahre Börsenerfahrung. Und da wollen wir den Leuten eben von Anfang an zeigen, ja, wie man mehr aus dem Geld machen kann und dass das eigentlich alles gar nicht so schwer ist. Also eine Aktie kaufen ist gar nicht so schwer, ein ETF kaufen auch nicht. Und das war von Anfang an klar. Also unser Warum kannten wir von Anfang an. Die Frage war natürlich dann, wie man da sozusagen hinkommt. Du hast gerade die Zielgruppe angesprochen. Wir haben dann eben gemerkt, ja, die ganz Jungen kriegt man dann vielleicht doch nicht. Und YouTube heißt auch nicht automatisch, dass man da Blödel-Content machen muss. Also es muss jetzt nicht total jung sein und hip sein, sondern man kann auch einfach das ganz normal machen. Und dann ist das einmal immer erwachsener geworden. Dann haben wir angefangen, Experten zu interviewen. Also da waren wir gefühlt eigentlich die Ersten, die das so in diesem Bereich gemacht haben. Mittlerweile machen es immer mehr, weil es natürlich sehr erfolgreich war. Dann haben wir den Content auch immer mehr seriöser gestaltet, also die Darstellungsform. Ich würde sagen, es ist immer noch unterhaltsam, es ist immer noch recht echt, recht auch mal ein Witzchen dabei, aber es wurde dann eigentlich immer tiefer. Also wir hatten am Anfang natürlich nicht so die Orientierung, so wo fängst du jetzt an, wo hörst du auf, wie sehr gehst du in die Tiefe, wie lange dauern die Videos, und gerade am Anfang haben wir das halt versucht, sehr kompakt zu machen, so 5 bis 10 Minuten, bis wir dann halt gemerkt haben, okay, die Leute schauen sich das auch 20 oder 30 Minuten an und die wollen halt wirklich, ja, die wollen teilweise vielleicht auch mal ein bisschen überfordert werden und wirklich so richtig nerdigen Content. Und das war sozusagen auch die Entwicklung, die wir dann durchgemacht haben. Aber würdest du jetzt sagen, das sind die gleichen Leute, die jetzt auch NTV gucken und sich den
den Aktionär durchlesen? Oder ist es dann schon eine andere Gruppe, die sagt, naja, diese klassischen Medien, damit kann ich nicht so viel anfangen, ich möchte es irgendwie doch anders aufbereitet haben? Ich glaube, das sind beide. Also ich glaube, da sind schon viele dabei, die das auch grundsätzlich gut finden oder vielleicht auch gut fanden und vielleicht über diesen Weg dann zu uns gekommen sind, weil man hat eben einfach auf YouTube die Zeit oder auch zum Beispiel jetzt in so einem Podcast, du hast einfach die Zeit, die du jetzt zum Beispiel bei NTV nicht hast oder die du jetzt in einer Talkshow nicht hast. Da sitzen dann 5 Leute, eine Stunde, jeder redet 5 Minuten und wir haben halt wirklich die Zeit, notfalls auch 1,5 Stunden ein Interview zu machen. Und bei uns kann der Gast dann halt auch einfach mal in Ruhe dann seine Position darlegen und deswegen, glaube ich, sprechen wir da schon viele Leute an, die sicherlich vom normalen Fernsehen, von normalen Heften vielleicht ein bisschen enttäuscht sind oder die das einfach dann als Ergänzung sehen. Genau, und habt ihr da Vorbilder? Also würdet ihr sagen, dass vielleicht diese Formate aus den USA, CNBC oder Jim Cramer und Mad Money, sind das Formate, die ihr zumindest selbst cool findet und konsumiert oder woran orientiert ihr euch? Ich gucke da schon natürlich überall immer mal rein. Also ich muss sagen, ich finde die amerikanischen Quellen generell besser. Also ich finde da in Deutschland, finde ich es schon schwierig. Also es gibt natürlich ein paar gute Experten, gibt auch ein paar gute Bücher, aber aus Amerika kommt da schon viel mehr. Also allein schon die normalen Quellen wie Bloomberg, CNBC, was ja wirklich Mainstream eigentlich ist, aber die sind auch schon sehr gut. Jim Cramer kenne ich natürlich. Ich kriege das natürlich auch alles mal mit, auch auf Twitter gerade, aber ich verfolge das jetzt nicht so extrem. Also klar, am Anfang staubt man natürlich schon viel mehr, wenn man sowas startet. Wen gibt's da und was kann man sich vielleicht abschauen. Aber das ist, glaube ich, auch wichtig, dass man das so rauswächst. Und ich habe es vor kurzem erstmal zum Kollegen auch gesagt, dass man eigentlich mittlerweile auch gar nicht mehr schaut, also was jetzt die Konkurrenz macht. Man schaut vielleicht alle 2-3 Monate mal, einfach damit man so ein bisschen ein Gefühl hat. Aber wenn man jetzt selber sich Themen überlegt, ein Thumbnail oder ein Video, dann ist es, glaube ich, falsch, immer zu schauen, was macht der andere gerade. Und das ist dann, glaube ich, auch wirklich so das beste Gefühl, wenn es einem auch wirklich auf gut Deutsch egal ist. Und dann lässt man sich auch nicht so hetzen, sondern dann schaut man einfach, dass man seine Linie ein bisschen durchzieht, seine Geschichte erzählt und da gibt es ja auch genug zu erzählen. Wenn man einfach nur erzählt, was man jetzt selber macht und denkt, dann reicht das ja meistens auch schon. Und wo du jetzt schon sagst, Themenauswahl, also wie stellt man sich das, sagen wir mal, redaktionell jetzt vor? Ne? Auf der einen Seite möchte man natürlich wie neue spannende Themen setzen, aber man weiß natürlich auch ziemlich genau, was jetzt auch viele Views oder Klicks gibt, weil es natürlich sich viele Leute dafür interessieren. Das heißt, macht ihr jetzt auch so, sagen wir mal, die Klassiker irgendwie rauf und runter, irgendwie so Tesla, Kursziel 100.000 und weiß nicht, Apple, Amazon und so? Oder geht es auch um so Geheimtipps, die Leute vielleicht noch nicht so auf dem Radar haben? Es muss natürlich schon knallen. Also wir versuchen schon aktuell zu sein. Also wenn jetzt zum Beispiel Tesla heute Nachmittag um 80% abstürzt, dann würden wir wahrscheinlich schon uns überlegen, ob wir das machen. Zum Beispiel letzte Woche war natürlich sehr dankbar. DAX lief richtig schlecht. Dann kann man natürlich schon mal, Lockdown steht kurz vor der Tür, natürlich schon so eine Zeile machen. Ja, sollen wir jetzt alles verkaufen? Weil wir natürlich schon immer uns die Frage stellen, was interessiert die Leute jetzt? Was treibt die Leute um? Ich glaube, das ist immer die beste Frage, wenn man sich überlegt, welche Frage wollen die Leute jetzt beantwortet haben? Und natürlich ist es dann schon ein bisschen knalliger. Wir werfen dann schon Fragen auf, die vielleicht manchmal ein bisschen extrem sind und beantworten die dann aber, glaube ich, sehr rational. Ich glaube, das ist wichtig. Man muss natürlich schon ein bisschen laut sein, sonst fällt man halt einfach nicht auf. Manchmal beschweren sich auch Leute natürlich nach dem Motto, ja, das ist mir jetzt zu unseriös. Aber ich glaube, wichtig ist ja dann der Inhalt. Ich meine, auffallen muss man einfach. Die Frage ist ja dann, ob man seriös ist oder nicht. Wie man solche Fragen beantwortet. Ich denke schon, dass sich viele Leute die Frage stellen, jetzt vor der US-Wahl, vorm Lockdown, was mache ich jetzt? Soll ich vielleicht einfach viel verkaufen, um dann einfach ruhiger schlafen zu können? Und das versuchen wir dann einfach ruhig einzuordnen. Und natürlich machen wir die Klassiker Amazon, Apple, Tesla. Das treibt natürlich auch viele um, wenn man weiß, das sind Aktien oder jetzt SAP vor kurzem, wo man weiß, das haben natürlich viele im Depot, dann greifen wir das natürlich auf. Aber wir versuchen schon auch mal natürlich dann Aktien immer mal wieder zu bringen, die die Leute halt vielleicht noch nicht kennen. Und was ich mich da mal frage ist, also ich kann ja ganz nüchtern quasi irgendwie analysieren und berichten, was alles so passiert. Dann kannst du natürlich noch eine eigene Meinung dazu sagen und sagen, okay, ich glaube irgendwie Tesla auf, keine Ahnung, 5.000 oder sowas. Und dann gibt es ja auch noch irgendwie halt die Empfehlung, ja. Macht ihr das alles oder muss man bei manchen Themen ein bisschen vorsichtiger sein? Wie gehst du damit um? Also Empfehlungen geben wir grundsätzlich keine ab. Ich glaube, das ist immer ganz wichtig, dass die Leute sich das ein bisschen verinnerlichen, dass man einfach, egal wie gut ein Experte sein mag, dass man nicht blind drauf hört. Also man sollte auch nicht schauen, wenn Warren Buffett was macht, das einfach blind nachmachen. Denn das muss ja auch immer zu einem selber passen. Und ich glaube, der Satz, den ich am öftesten schon gesagt habe, ihr entscheidet selber, was ich jetzt mache. Ich bin ja euer Papa. Ich erzähle, was ich mache, was ich vielleicht für eine Meinung habe. Und ich sage auch oft, dass ich natürlich auch falsch liegen kann. Also jeder, der sich nicht da ständig hinterfragt, der ist da natürlich eh schon fragwürdig, würde ich sagen, wenn man sich immer bei allem todsicher ist. Und die Leute müssen ja für sich selber entscheiden, was sie machen und was sie brauchen. Ich weiß ja jetzt auch nicht, wie alt jemand ist, was der für eine Vermögensstruktur hat,
was der schon für Aktien im Depot hat. Also ich kann dem so gesehen ja gar keine Empfehlungen geben, weil ich gar nichts über die Leute weiß, die Videos gucken. Und das ist, glaube ich, wichtig, dass die Leute das im Hinterkopf haben. Aber gibst du dann irgendwie auch Prognosen ab oder so Kursziele, dass du sagst, ja, ich glaube jetzt, keine Ahnung, Apple wird sich verdoppeln in 2 Jahren oder wie geht's? Also lehnst du dich auch mal ein bisschen weit aus dem Fenster? Ja, das kommt jetzt mal vor, aber so konkrete Kursziele, man schaut sich natürlich jetzt mal eine Aktie an, wie zum Beispiel SAP vor ein paar Tagen, wo man jetzt sagen kann, okay, wenn man sich das jetzt genauer anschaut und das halbwegs durchrechnet, kann man jetzt schon sagen, dass die Aktie jetzt sicherlich ein bisschen unterbewertet ist und dass da was drin ist. Wobei diese Prognosen natürlich auch immer nur so viel wert sind, wie man jetzt diese Schätzungen sozusagen zur Hand hat. Ich meine, ob die Schätzungen dann aufgehen, das wissen wir natürlich alle nicht. Aber jetzt zu sagen, Apple verdoppelt sich jetzt in einem Jahr, also das finde ich eher schwierig, weil da einfach so viele Sachen reinspielen. Man hat es jetzt mit Corona gesehen, da halten wir uns schon eher zurück. Also klar, langfristig Prognosen geben wir natürlich schon eher ab, aber zu kurzfristig Prognosen eher nicht. Was ich ganz spannend finde, vielleicht kannst du mir das erklären. Ich frage mich, warum eigentlich viele von diesen großen Kursbewegungen eigentlich nicht so richtig eingepreist sind. Ja, weil ich stelle mir so immer so vor, dass da ganz viele rationale Akteure auf dem Markt sind. Die können alle den Markt analysieren, die können alle die Quartalsberichte lesen. Da sitzen schlaue, gut bezahlte Leute in Investmentbanken rum, die das Ganze rauf und runter analysieren. Ja, so. Und dann gibt es zum Beispiel so Fälle, wie vor 2 Wochen war das, da habe ich mir einfach mal so Snapchat so ein bisschen ausführlicher angeguckt und war dann der Meinung, dass ich gesagt habe, naja, Snapchat, ich glaube, die sind auf einem ziemlich guten Weg und ich glaube, die werden noch deutlich im Wert steigen. Und dann irgendwie so eine Woche später bringen die ihre Earnings raus und dann geht es irgendwie, puff, am ersten Tag 30% hoch und in der ein paar Tage danach in Summe um 50% oder sowas. Ne? Also ich habe ja jetzt leider jetzt auch nicht von meiner sozusagen Prognose jetzt irgendwie groß profitiert. Ich bin jetzt auch selbst kein krasser Snapchat-Experte. Es gibt ja Leute, die covern so einzelne Aktien ja die ganze Zeit. Es gibt Leute, die machen nichts anderes, außer 24/7 irgendwie Apple zu covern oder sowas. Ja. Und dann frage ich mich, warum kann es solche Überraschungseffekte noch geben? Beziehungsweise die Leute, die es dann wirklich 24/7 covern, wie können die von ihrem Expertenwissen noch besser profitieren? Ja, die Frage ist immer mit den Ergebnissen, wie die dann eben tatsächlich ausfallen. Also klar, man fragt sich dann schon, wenn jetzt jemand 24/7 das verfolgt, warum der das jetzt nicht exakt ausrechnen kann, aber so einfach ist es halt dann wahrscheinlich unterm Strich doch nicht. Und es ist ja immer die Überraschung. Also das ist, glaube ich, auch mal wichtig zu verstehen mit den Ergebnissen. Es passiert ja auch oft, dass jetzt ein Milliardengewinn verkündet wird, Amazon, Google und Co. Und dann fällt die Aktie trotzdem. Gibt's ja oft. Also das hat Costolani schon ganz gut erklärt vor, glaube ich, 30, 40, 50 Jahren. Fait accompli heißt das. Also sagen, wenn sich das erfüllt, was alle erwarten, dann bringt das gar nichts. Also wenn jetzt Amazon kann jetzt auch 100 Milliarden Gewinn machen, wenn quasi alle damit rechnen und vorher die Aktie schon kaufen, dann steigt die vielleicht vorher. Und wenn dann das Ergebnis verkündet wird, dann denken sich alle, ja gut, okay, ist jetzt das eingetreten, was passiert ist und gehen dann vielleicht sogar schon raus. Vielleicht gehen auch manche vorher schon raus, weil sie einfach dann schon dick im Plus sind. Also du brauchst eigentlich Überraschung. Warum diese Überraschungen nicht gesehen werden, das ist natürlich schon eine gute Frage. Also ein anderes Beispiel. Ich glaube, nach den letzten Earnings von Zoom ist dann der Aktienkurs auch um 40% gestiegen, ja, innerhalb von, weiß nicht, am gleichen Tag, ne, nach den Earnings. Aber dass jetzt irgendwie eine Firma wie Zoom irgendwie durch Corona wahrscheinlich gar keine so schlechten Earnings irgendwie hinlegt oder sowas, ja, ist jetzt nicht so unglaublich erstaunlich. Und klar, musst du natürlich die Erwartung nochmal übertreffen. Aber ich frage mich jetzt zum Beispiel ganz konkret, ja, Ende November bringt Zoom jetzt die nächsten Earnings irgendwie raus, ja. Es würde mich nicht jetzt wahnsinnig überraschen, wenn die sehr, sehr gut ausfallen würden. Jetzt ist aktuell der Kurs jetzt bei 400, ja, oder 430 oder 450, keine Ahnung, der war schon mal bei 580. Du darfst jetzt natürlich keine Empfehlung geben, aber wie sollte ich denn quasi drüber nachdenken, ja? Also wenn ich jetzt irgendwie eine Meinung wäre, dass jetzt die nächsten Earnings irgendwie krass abgehen und das Ding dann irgendwie auf 700 oder sowas geht, ja? Was ist die beste Art und Weise, davon zu profitieren? Ja, wenn du jetzt davon ausgehst, dass Zoom extrem gut läuft und sozusagen unterschätzt ist. Also klar, die Börse ist ja immer ein Handelsplatz und die Frage ist halt, wer bezahlt dann noch mehr dafür? Ich meine, auf der einen Seite kann es einfach sein, dass das Unternehmen sozusagen zu wenig wert ist, was es wirklich wert ist, also dass es unterbewertet ist. Also wenn jetzt die Ergebnisse wirklich bombastisch sind, dann könnte die Aktie natürlich abgehen, dann müsstest du die kaufen. Also du kannst es dir quasi ausrechnen. Wenn du jetzt einfach ganz andere Gewinne ansetzt für die Zukunft als andere Leute, dann ist die Aktie natürlich viel mehr wert, weil dann natürlich... Klar. Oder es kann natürlich auch einfach sein, dass einfach genug Leute da sind, auch wenn die Aktie vielleicht das gar nicht wert ist, die aber trotzdem dafür bezahlen viel. Also das sind immer die zwei Effekte. Dann ist die Aktie vielleicht völlig überbewertet, das kann natürlich sein, aber das ist auch mal ein großer Fehler an der Börse, sozusagen die anderen für verrückt zu erklären oder zu rational zu sein. Denn die Frage ist ja auch immer nicht, okay, was ist jetzt zwingend der faire Wert, sondern was zahlen die anderen dafür? Und das haben wir jetzt bei Tesla vor kurzem auch wieder gesehen, wo dann viele sagen, ja, ist zu teuer. Mag sein, aber wenn die Aktie trotzdem weiter steigt, deswegen ist es natürlich immer sehr schwer, dieser Spagat zwischen auf der einen Seite
muss man natürlich rational sein, aber man kann eben auch nicht alles ausrechnen und man kann natürlich auch immer nicht ausrechnen, wie die anderen Leute agieren. Das ist ja das große Problem. Aber wenn du jetzt natürlich sagst, ich glaube, dass die alle mal wieder überraschen, dann müsstest du streng genommen, wenn du davon ausgehst, müsstest du die Aktie kaufen, klar. Und sogar Optionen kaufen wahrscheinlich, oder? Dann Call-Optionen, oder? Wenn dein Geldbeutel das hergibt und du auch dir vorher ausgerechnet hast, was deine Verlustrisiken sind, klar, dann geht es natürlich noch schneller. Aber dann ist es natürlich auch noch schneller weg, das Geld, wenn es nach hinten losgeht. Findet man auf eurem Channel dann eigentlich auch solche, ich sag mal so, Tutorials oder Finance for Dummies Sachen, wo halt wirklich genau erklärt wird, wie funktioniert so eine Option, was sind die Risiken, wie kaufe ich die eigentlich? Da haben wir so alte Videos, das machen wir jetzt mittlerweile nicht mehr. Das ist auch ein bisschen das Problem mit der Zielgruppe, weil man das ja sozusagen nicht so aufgliedern kann. Also wenn du dann groß bist, wenn wir jetzt quasi mit einem Anfängervideo daherkommen, dann wundern sich natürlich sehr viele Leute, die eigentlich jetzt Aktientipps haben wollen oder das Aktuelle eingeschätzt haben wollen. Dann denken sich die, was ist denn jetzt los? Fangen die jetzt nochmal von vorne an? Also das machen wir jetzt eigentlich schon länger nicht mehr, aber das haben wir am Anfang natürlich sehr viel gemacht. Also sozusagen die älteren Videos, da findet man viel Tutorials. Genau, das wird mich jetzt gleich zu einem verwandten Thema führen, nämlich das ganze Thema sozusagen Aktienkultur oder Knowledge, jetzt auch gerade bei jüngeren Leuten. Was ich ja jetzt ganz stark sehe, sind eigentlich so zwei Phänomene. Das eine ist, dass wenn ich bei TikTok reingehe, ich extrem viel Aktien-Content irgendwie bei TikTok finde, irgendwie so 10 Sekunden, wo einerseits irgendwie auch so Finance für Dummies erklärt wird, ne? Was ist ein ETF, was ist ein Optionsschein, aber dann eben auch, wo über bestimmte Aktien, Tesla und so weiter dann eben auch berichtet wird. Also finde ich mal extrem spannend, dass es bei TikTok eben sehr gut funktioniert. Und das zweite Thema ist auch so ein bisschen so der Aufstieg der ganzen Robinhood-Trader, wo man jetzt ja immer sagt, naja, die ganzen jungen Leute, die sitzen jetzt während Corona irgendwie rum, haben nichts zu tun und anstatt jetzt irgendwie auf Footballspiele zu setzen oder zu wetten, zocken sie jetzt irgendwie so mit Aktien, ja. Und für mich gehört es so beides so ein bisschen zusammen, inwiefern halt sozusagen Aktien jetzt auch so ein bisschen wieder Volkssport wird, auch gerade bei jungen Leuten und auch was du von TikTok als Kanal hältst. Fangen wir vielleicht mit der ersten Frage an, so erstmal Aktien und sozusagen junge Leute. Siehst du da jetzt so eine Art Renaissance, dass es so sehr populär wird? Das sieht man auf jeden Fall. Also 2020 wird jetzt immer als Katastrophenjahr abgestempelt, aber es war eigentlich ein super Jahr für diese Aktienkultur. Wir haben das auch gemerkt, da kommen sehr, sehr viele neue dazu. Jetzt kommt aber das große Aber. Das Problem ist, dass da natürlich sehr viele zur Börse gekommen sind, die absolut keine Ahnung haben, die auch teilweise sehr jung sind und die jetzt natürlich seit diesem Crash quasi im Kopf haben, wie es auch in dieser Bitcoin-Manier vor ein paar Jahren war, nach dem Motto, ja, das kann ja jeder Idiot und man kann nur gewinnen. Das ist halt natürlich immer sehr gefährlich und man muss sich da natürlich schon fragen, haben die ansatzweise eine Strategie, haben die schon mal überhaupt irgendwas verloren in ihrem Leben, also können die damit umgehen, wenn es mal einen Rückschlag gibt und warum kaufen die diese Aktien? Also da wurde natürlich schon sehr viel mit Schrottaktien rumhantiert, nach dem Motto, die sind stark gefallen, kaufe ich jetzt einfach mal, wie das ja auch bei diesen Kryptowährungen vor ein paar Jahren der Fall war, nach dem Motto, ah, die ist jetzt 80% gefallen, kann ich blind kaufen, die steigt schon wieder. Und so funktioniert Börse eigentlich nicht, denn diese Logik, Wirecard und TUI und also alles, was ja in diesem Jahr auch stark gefallen ist, ich kriege ja da auch ständig Nachrichten an Fragen nach dem Motto, ja, hier, die ist besonders stark gefallen, muss man die jetzt kaufen? Lufthansa war zwischendurch auch so der Klassiker. Das kann man natürlich immer nicht pauschal beantworten. Es gibt natürlich viele Aktien, die auch in diesem Crash zu Unrecht so verprügelt wurden. Aber nicht alles, was billig ist, ist automatisch gut. Und auch nicht alles, was billig ist, steigt dann automatisch wieder. Ich bin auch schon auf die Nase geflogen vor ein paar Jahren beim General Electric, wo man sich auch gedacht hat, ja, okay, das ist so ein großes Unternehmen. Aber diese Zeiten sind natürlich schon anders als früher. Also man sieht jetzt diese ganzen Giganten wie Amazon und Co. und ein paar alte Unternehmen, auch wenn die schon lange bestehen und vielleicht einen guten Namen haben, die haben halt auch zu Recht Probleme. Oder wenn man jetzt auch schaut, diese ganzen Tabakunternehmen, Energieversorger, die sehr auf fossilen Energien beruhen, die sind auch momentan sehr, sehr billig. Die Frage ist halt, zeichnet sich da einfach eine Trendwende ab oder ist es auch vielleicht overhyped ins Negative, das ist natürlich immer schwer zu beantworten, aber die einfach blind zu kaufen, solche Unternehmen, das ist natürlich schon schwierig und wir haben in diesem Jahr auch gesehen, was auch ein bisschen Sorge macht, dass die Robin Hood Trader, wie wir sie auch meistens nennen, dass die sogar die Profis outperformed haben und teilweise die Hedgefonds. Das ist natürlich schon immer ein Alarmzeichen, denn das wird halt auf Dauer nicht gut gehen. Genau, vielleicht für die Leute, die jetzt Robinhood nicht kennen, wie würdest du es in zwei Sätzen erklären? Beziehungsweise was ist jetzt der Vorteil an so einer App wie Robinhood, die es ja leider in Deutschland noch nicht gibt, gegenüber so einem ganz normalen, langweiligen Broker, sage ich jetzt mal, wie Comdirect Bank oder Consors? Ja gut, es gibt in Deutschland schon Trade Republic, jetzt glaube ich auch seit 2 Jahren. Also im Endeffekt geht es darum, dass du halt Aktien sehr billig oder quasi auch teilweise bei solchen Brokern umsonst kaufen kannst.
Und natürlich, wenn du dann quasi keine Kosten hast, dann kannst du natürlich rumzocken wie blöd. Also gebührenfrei meinst du? Also die Aktien kriege ich nicht umsonst, aber gebührenfrei. Ja, genau, umsonst nicht, genau. Also quasi ohne Gebühren gratis kaufen sozusagen. Das verführt natürlich schon. Wenn ich jetzt quasi gratis Lotto spielen kann, dann spiele ich natürlich auch den ganzen Tag Lotto und so kann ich da natürlich auch rumzocken. Die Frage ist halt dann, was am Ende dabei rauskommt. Denn nur Aktien zu kaufen, weil es quasi gerade nichts kostet oder keine Gebühren kostet, ist natürlich keine Strategie. Und das am Anfang vom Crash zu machen, war grundsätzlich jetzt im Nachhinein eine gute Idee, weil es natürlich eine Chance war. Es hätte natürlich auch anders laufen können. Das überschätzt man natürlich im Nachhinein auch immer ein bisschen, dass man sagt, okay, das musste genauso kommen. Es hätte auch anders kommen können. Also da muss man immer sehr vorsichtig sein. Und das verführt natürlich schon, dass man schnell mal, okay, jetzt kaufe ich die. Ach, die könnte ich auch noch kaufen. Ist natürlich ein Vorteil und ich finde das auch super, weil wir brauchen ja mehr Leute, die Aktien kaufen. Aber ich hoffe halt, dass das nicht nach hinten losgeht und dass dann alle, die jetzt eingestiegen sind, vielleicht in einem halben Jahr dann sagen, um Gottes Willen, fasse ich nie wieder an. Genau, also ich meine, ich habe auf TikTok schon sehr viel guten Aktien-Content gesehen, aber natürlich auch ziemlich einen Schwachsinn, ja, von Leuten, die da eben, ja, nicht viel Erfahrung haben und dann die ganze Zeit Advice geben. Was mich jetzt so interessiert, ist, wenn wir jetzt nochmal die Brücke schlagen, so zu dem Thema Content wieder. Also du hast ja vorhin gesagt, du bist ja so klassischer Journalist, also Hochschulstudium abgeschlossen, dann eben Journalistenausbildung, bei einer Publikation eben angefangen und jetzt eben online. Und jetzt gibt es ja diese ganzen Content-Creator, die ich ja halt immer super spannend finde, die ja zum Teil irgendwie wirklich so bei null jetzt irgendwie anfangen und sagen, hey, ich bin irgendwie 16 Jahre alt, ich mache jetzt irgendwie einen TikTok-Channel, irgendwie sofort, weiß ich, hunderttausende Follower und so, ne? Wenn wir jetzt vielleicht erstmal das Thema Finanzen mal außen vor lassen, wo es vielleicht gar nicht so schlecht ist, wenn man auch ein Studium abgeschlossen hat und sich da ein bisschen auskennt, glaubst du, dass so diese klassische Journalistenausbildung noch so zeitgemäß ist? Oder denkst du eigentlich, naja, heutzutage mit Social Media kann eigentlich jeder lernen, wie man so einen Channel aufsetzt? Und es gibt eigentlich genug Best Practices, wie man einen guten Podcast macht, einen YouTube-Channel und so weiter, sodass man sich das Ganze eigentlich sparen kann. Auch vor dem Hintergrund, dass ich ja selbst auch Leute kenne, die diese Laufbahn gemacht haben. Und wenn du jemandem mal rechnest, okay, Hochschulstudium, dann bist du meinetwegen mit 25 fertig zum Beispiel, ja, früher noch mit Diplom und so. Dann machst du noch so ein Volontariat, Journalistenschule und so weiter. Muss ich dann sozusagen 27 sein, um das so einen Channel zu machen? Oder kann ich das auch mit 17 schon genauso gut machen? Kann natürlich jeder machen. Also ich bin da auch ein bisschen oldschool. Also ich finde schon, dass diese Ausbildung nach wie vor sinnvoll ist. Die hat sich auch schon geändert. Also sie muss sich, glaube ich, komplett ändern, denn du kannst der beste Journalist der Welt sein. Wenn du, glaube ich, heutzutage kein digitales Storytelling kannst, ist es schwierig. Oder du brauchst dann halt zumindest Leute, die dann vielleicht gute Geschichten toll umsetzen können, dass es die Leute einfach interessiert, dass es an die Leute kommt. Also ich glaube auch nach wie vor, dass geschriebene Texte, Bücher das Wichtigste sind. Also ich finde auch, ich finde das alles super. Aber wenn ich mich jetzt natürlich informieren will, und das kann ich auch jedem empfehlen, gerade wenn es jetzt egal um was es geht, Börse oder andere Themen, also Bücher sind im Endeffekt immer noch die beste Quelle. Auch wenn YouTube-Videos toll sind, auch wenn TikTok toll ist oder auch wenn Zeitungen und Magazine toll sind, Bücher sind dann, glaube ich, schon, um zu lernen, immer noch die beste Quelle. Aber trotzdem, wenn du Bücher verkaufen willst, heutzutage musst du natürlich auch irgendwo publik sein. Du musst in der Öffentlichkeit sein. Und da ist das Ganze schon wichtig. Also ich glaube, man braucht beides. Es muss jetzt nicht jeder ein ausgebildeter Journalist sein, aber ich glaube, es braucht natürlich schon auch ein paar Journalisten, die das einordnen und die dann den Leuten vielleicht auch mal sagen, so Vorsicht mit dem und dem. Ich meine, natürlich kannst du heutzutage mit 16 einen TikTok-Channel machen, vor allem wenn du quasi nur dich selber darstellst oder wenn du jetzt ein Thema hast wie Gaming oder Sport oder Fitness, Ernährung, keine Ahnung, dann brauchst du jetzt dafür auch nicht unbedingt eine Ausbildung. Wenn es natürlich um Themen geht wie Börse, Physik, Wissenschaft, was weiß ich, dann wird es natürlich vielleicht schon ein bisschen schwieriger, denn wenn sich dann Leute äußern, die, sagen wir mal, keine Ahnung davon haben oder keine Ausbildung haben, dann ist es natürlich schon schwierig. Aber klar, heutzutage, wenn jemand Lust hat, einen TikTok-Channel zu machen und quasi sein Leben darstellen will, dann brauchst du dafür natürlich keine journalistische Ausbildung. Was ich ganz interessant finde, ist, dass für mich der klassische Journalist, ja, eher so, sagen wir mal, so auf der, ich sag mal so, Rechercheseite so aktiv ist. Also sagen wir mal, der kann natürlich sehr gut recherchieren, irgendwie Leute interviewen, irgendwie Quellen finden, prüfen. Dann ist natürlich, wenn er eben auch schreibt, natürlich auch sehr gut schreiben. Aber mir ist zum Beispiel jetzt nicht klar, ob der jetzt zum Beispiel jetzt auch einen Podcast editieren kann oder ob der jetzt einen TikTok schneiden kann und so. Also eher so dieses Thema Media-Kreation. Und sagst du jetzt, okay, heutzutage in der neuen Journalistenausbildung kommt das irgendwie alles schon quasi im Paket oder ist es immer noch so ziemlich losgelöst voneinander, dass vielleicht selbst jemand mit einer abgeschlossenen Journalistenausbildung nicht zwangsläufig in der Lage ist, ein Video jetzt zu schneiden und zu Podcast zu machen? Ich glaube, da gibt es sehr große Unterschiede. Also es kommt natürlich zum einen aufs eigene Interesse drauf an. Ich glaube, da gibt es mittlerweile sehr viele Leute, die das einfach schon von klein auf sich jetzt beibringen oder die damit aufbauen.
wachsen. Und da gibt es halt auch gute Ausbildungen. Das ist natürlich immer die Frage, wo man sein Volontariat macht. Da gibt es sehr gute Ausbildungen, die heutzutage ja schon sehr stark auf digital setzen. Und da gibt es natürlich auch schlechte Ausbildungen. Wie sie überall ist, es gibt gute und schlechte Sachen. Und da gibt es natürlich welche, die können das blind aus dem FF, die können Videos schneiden, die können Podcasts editieren, die können tolle Bilder machen, die können lustige Captions schreiben. Und andere können es halt nicht. Und das ist, glaube ich, auch eine Riesenchance, weil natürlich dieser Berufsstand immer ein bisschen schlecht gemacht wird. Oder natürlich heißt es, da sind nicht mehr so viele Chancen, weil natürlich Print auch oft nicht mehr so gut läuft. Aber eigentlich sind die Chancen viel größer. Und zwar vielleicht nicht für den Durchschnittlichen oder für den, der eben sowas nicht kann, aber für den, der es kann und der fit ist, der tolle Geschichten erzählen kann. In Video, in Bild, auch, aber auch geschrieben. Ich glaube, du musst auch schreiben können. Also wenn du tolle Bilder hast und quasi keinen Content dazu, ja, dann wird das auch nicht ziehen. Und ich glaube einfach für die, die Lust dran haben und die breit aufgestellt sind, sind das wahrscheinlich so groß. So Chancen wie noch nie. Auf jeden Fall, genau. Ich denke, klar, wenn man jetzt irgendwie Video macht oder Podcast oder so, dann muss man vielleicht schon so ein Stück weit zumindest extrovertiert sein. Aber dann gibt es eben auch wirklich nur diese Newsletter-Schreiber, ne? Die jetzt ihren bezahlten Newsletter irgendwie aufsetzen, die ja zum Teil echt wirklich extrem gut laufen über Substack oder ähnliche Plattformen, die halt, weiß nicht, $10 im Monat kosten. Und wenn du jetzt den monatlichen Börsenbrief hast oder sowas, ja, oder den wöchentlichen, der einfach gut aufgesetzt ist und dann dafür deine $10-$20 im Monat verlangst, dann brauchst du ja gar nicht so wahnsinnig viele Abonnenten. Das ist irgendwie schon ganz attraktives Geschäft. Auf jeden Fall. Ja. Also da geht einiges. Und natürlich ist es natürlich auch am einfachsten, vielleicht, wenn man ein gutes Team hat. Ich meine, du kannst ja auch einen sein haben, der vielleicht der Nerd ist und den Newsletter schreibt. Dann kannst du vielleicht einen haben, der vielleicht das Gesicht ist des Ganzen. Das ist halt dann die Frage. Ich meine, notfalls kann man ja auch aus 2-3 Leuten Teams basteln. Es muss ja nicht jeder alles können, aber entweder brauchst du halt 3, wo jeder irgendwas sehr gut kann. Oder, was natürlich optimal ist, wenn man selber alles halbwegs kann und dann kann man auch auf verschiedenen Plattformen sein. Also ich glaube, Gary Vee sagt das auch immer, dass man sich natürlich auch nicht so auf eine Plattform festnageln kann, sondern man muss halt versuchen, dass man irgendwie so eine Art Marke wird. Und dann ist es eigentlich auch wurscht, ob du jetzt bei Instagram bist, ob du bei Twitter bist, ob du Newsletter schreibst. Das geht dann relativ einfach. Also wenn man, glaube ich, sich so halbwegs gefunden hat, seine Sprache gefunden hat und weiß, sozusagen, was man den Leuten geben kann, was die auch schätzen, dann glaube ich, kann man das fast auf jeder Plattform machen. Ja, genau, und ihr habt jetzt ja über die letzten 4 Jahre ja mit Mission Money ja wirklich schon eine Brand aufgebaut. Fast 200.000 Follower jetzt sehen wir schon auf YouTube. Wie denkst du denn über die anderen Kanäle nach oder was steht denn so als nächstes an? Also ich habe ja immer ganz viel Fantasie und denke mir immer, na gut, naheliegend wäre ja irgendwie, weiß nicht, der Podcast, der bezahlte Newsletter, der TikTok-Channel, dann aber auch die Mission Money Finance Academy, wo man Leuten, weiß nicht, Trading beibringt, so als Online-Kurse oder sowas. Also was, ne, an welche Sachen denkt ihr oder macht ihr vielleicht auch gerade schon aktuell? Ja, über sowas hat man natürlich schon mal nachgedacht. Das Problem ist immer ein bisschen natürlich die Zeit, denn man will dann auch das, was gut läuft oder was am wichtigsten ist, und das ist jetzt natürlich der YouTube-Channel, will man auch nicht vernachlässigen. Im Gegenteil, da will man ja eigentlich noch schauen, okay, wie kann man das noch verbessern? Und natürlich bei Instagram versuchen wir schon besser zu werden, mehr zu machen. TikTok ist natürlich auch was, wo wir schon oft drüber nachgedacht haben. Wir sind noch nicht so wirklich dazu gekommen. Ich mache das natürlich dann selber auch privat mal, natürlich auf Instagram viel, auf TikTok auch schon mal ein bisschen rumprobiert. Und natürlich, das wissen wir schon, dass wir da natürlich auch noch besser werden müssen. Beim Podcast haben wir jetzt auch, also den gibt es ja schon länger. Da haben wir auch gesagt, da machen wir jetzt natürlich nochmal eigene Formate dafür, weil wir gemerkt haben, wir können jetzt nicht einfach die Videos nehmen. Also bei den Interviews geht es natürlich super. Da kann ein Interview kann man natürlich einfach die Tonspuren dann sozusagen nehmen. Aber Podcast muss man dann schon nochmal selber machen. Also wenn man jetzt eigene Podcast-Folgen nimmt, weil das dann doch wieder ein bisschen anders ist. Das ist natürlich ein bisschen Zusatzarbeit, aber auch nicht schlimm. Mir macht dafür auch wirklich Spaß. Und da kann man natürlich noch sehr, sehr viel machen, aber man muss sich natürlich schon immer die Zeit einteilen, denn klar, man kann dann natürlich nicht alles gleichzeitig machen und tut dann auch manchmal ein bisschen weh. Man muss da natürlich schon ein bisschen Prioritäten setzen. Genau, ich glaube, bei TikTok kann ich mir vorstellen, dass der Channel wirklich sehr schnell wachsen könnte und dass der auch wieder dabei hilft, viel mehr YouTube-Abonnenten eben zu bekommen. Weil ich glaube, das ist ja auch so der Weg ist im Augenblick, dass es ja relativ schwierig ist, organisch auf YouTube eben zu wachsen. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass man dann so ein paar zigtausend neue Abonnenten eben durch so einen TikTok-Channel auch für YouTube gewinnen könnte. Auf jeden Fall. Also werden wir auf jeden Fall machen. Ich habe selber schon ein bisschen rumgespielt und ich muss auch zugeben, man braucht auch immer erstmal ein bisschen so ein Gefühl dafür. Also ich merke das immer wieder, dass man irgendwann das Gefühl hat, okay, jetzt habe ich es verstanden. Also bei Instagram zum Beispiel, da weiß ich jetzt, was ich machen muss, sage ich mal halbwegs, damit es läuft oder damit es nicht läuft. Da hat man ein Gefühl und bei TikTok, da
habe ich langsam so das Gefühl, dass ich so ein bisschen verstehe. Also noch nicht so, dass man jetzt jeden Tag 10 Ideen hat, aber man muss sich da so ein bisschen reinfühlen. Und ich glaube, wenn man dann so das Gefühl hat, ja, okay, jetzt habe ich so ein bisschen verstanden, dann muss man, glaube ich, Gas geben. Und irgendwann hat man dann wahrscheinlich, wenn man es lang genug gemacht hat oder vielleicht so 10, 50 Videos gemacht hat, dann, glaube ich, lernt man da auch viel dazu. Und dann kriegt man ja auch viel besseres Gefühl, okay, wie läuft's? Klar, bei YouTube weiß man es mittlerweile blind. Da weiß man ganz genau, wenn man ein Video hochlädt, okay, das wird jetzt okay laufen, das wird gut laufen oder das wird durch die Decke gehen. Also da hat man schon, sag ich mal, zu 90% ein gutes Gefühl. Bei Instagram eigentlich auch. Bei Twitter weiß man auch meistens, okay, gut, der Tweet ist jetzt okay, ich mache einfach mal einen, aber das wird jetzt wahrscheinlich keinen vom Hocker hauen. Oder man weiß, okay, das ist gut. Und bei TikTok, ja, da fehlt das Gefühl vielleicht noch so ein bisschen, aber ich glaube, das kriegen wir auch hin. Klasse. Vielleicht jetzt zum Abschluss noch. Was sind denn vielleicht so ein, zwei, vielleicht auch populäre Aktien, die du persönlich auch gerne coverst, die einfach so ganz spannend sind, die man im Auge behalten sollte? Ja, ich hab jetzt schon vorher überlegt, weil ich mir gedacht habe, dass du fragst. Also ich würde jetzt vielleicht zwei Klassiker nehmen, die ich ganz gerne mag. Also zum Beispiel LVMH finde ich gut und Microsoft mag ich auch sehr, sehr gerne. Amazon kann man nicht mehr hören, aber ich glaube, es ist auch nicht gerade die schlechteste Idee. Also man hat jetzt gesehen, dass die fast unaufhaltsam sind. Also LVMH, du meinst die Luxusmarke, also den Louis Vuitton. Genau. Das ist auch wirklich diese Luxusartikel haben einen sehr stabilen Burggraben, also die zu verdrängen, dass da jetzt ein neues Label kommt aus dem Nichts und einfach mal kaufen dann alle die Handtaschen und Designerklamotten von dem Label, ist auch sehr, sehr schwierig. Also da hat man schon wirklich einen guten Burggraben, ein gutes Standing und diese Marken sind halt einfach sehr, sehr viel wert. Also das ist schwer wegzukriegen, also das kann man nicht so leicht disrupten. Auch so Unternehmen Microsoft, Adobe, die wirklich auch diesen starken Login-Effekt haben. Und zwei Aktien vielleicht, die nicht jeder kennt, Viva Systems finde ich sehr interessant. Also die machen sozusagen, kombinieren KI und Cloud mit Gesundheitswesen. Das ist sicherlich auch was, was jetzt Megaschub nochmal bekommen hat, was davor schon natürlich wichtig war, jetzt vielleicht nochmal wichtiger wird. Und die wachsen sehr stark, sind natürlich schon auch leider teuer, gut gelaufen, aber die sind schon sehr früh sehr profitabel. Und das ist natürlich immer gut, wenn Unternehmen nicht nur wachsen, sondern starkes Wachstum haben und schon früh wirklich gute Margen haben. Das ist wirklich in der Regel sehr gut, ist natürlich keine Garantie, aber ist schon mal ein sehr gutes Indiz. Und Carbios finde ich auch sehr interessant. Also die versuchen so, sagen wir mal, abbaubares Plastik herzustellen. Also dass man dann sozusagen die Plastikflaschen, die man jetzt hier hat, dann nicht mehr dieses klassische Plastik, sondern dass das sozusagen dann wiederverwertbar ist. Das ist natürlich auch eine tolle Idee, hohe Chance, hohes Risiko, aber ich sag mal, ist ein bisschen wie bei Tesla, wo man natürlich weiß, okay, das war jetzt auch teilweise schwierig, gab auch ein paar haarige Zeiten, aber man weiß natürlich, wenn das funktioniert, dann kann es natürlich richtig durch die Decke gehen. Okay, prima. Und dann genau, weil wir schon beim letzten Punkt, ich muss dich natürlich auch noch zu Tesla fragen, ne? Tesla ja zwischendurch irgendwie so viel wert wie alle anderen Automobilkonzerne zusammen. Was hältst du davon? Überbewertet oder eigentlich schon gerechtfertigt? Ganz schwer. Also ich bin persönlich pro Tesla. Also das ist ja immer so eine Glaubenssache, genau wie bei Apple ein bisschen. Ich habe auch vor ein paar Jahren eigentlich immer gesagt, also ich kann mir nicht vorstellen, dass die pleite gehen, weil das war ja schon ganz oft im Gespräch, ja, die gehen auf Null und gehen pleite und jetzt spätestens im nächsten Monat ist es dann soweit und sie kriegen kein Geld mehr und verbrennen ja nur Geld. Also das hat mich eigentlich nie gestört. Ich hatte die Aktie tatsächlich auch und irgendwann, das wurde so hochgekocht, das Thema, und gefühlt auch mit der Autoindustrie jede Woche, ja, und wer setzt sich da jetzt durch? Und ich muss sagen, ich bin persönlich kein Experte dafür. Also ich kenne mich mit Autos nicht gut aus. Also auch mit diesen herkömmlichen Autos bin ich wirklich kein Experte. Und ich habe dann irgendwann gesagt, so, ich steige jetzt da aus. Dann noch der ganze Wettbewerb mit den Chinesen, die da auch sehr gut sind, die Asiaten. Und mir war das dann einfach zu heiß, obwohl ich mir eigentlich damals schon die richtigen Gedanken gemacht habe. Elon Musk ist einfach eine Granate, also gerade wie er das alles verkauft, das ist halt auch oft sehr viel wert. Ja, natürlich ist es vielleicht im Moment ein bisschen overhyped, aber es ist halt ja unterm Strich schon ein ganz gutes Chance-Risiko-Verhältnis. Jetzt im Moment vielleicht nicht mehr, aber vor ein paar Jahren oder vor ein paar Monaten sogar noch. Man weiß halt im Endeffekt, okay, klar ist eine Chance da, eine hohe vielleicht sogar, dass es nicht klappt, aber wenn, bin ich gut dabei. Und viele, glaube ich, unterstützen halt auch einfach diese Idee und finden die Marke gut. Ich meine, ich finde die Marke auch cool, ich finde die Autos cool. Man muss halt immer ein bisschen aufpassen, wie bei Apple auch. Ich habe zum Beispiel auch keine Apple-Aktien, weil wenn ich so ein Produkt selber nutze und sehr gut finde, ist es auf der einen Seite gut, aber man ist dann oft auch so ein bisschen befangen. Und ja, es ist oft die Herangehensweise nicht schlecht, dass man sagt, okay, schau dich doch einfach mal um, geh durch die Fußgängerzone, wie Peter Lynch das schon früher die Börsenlegende gesagt hat, schau halt einfach, was kaufen die Leute, was finden sie gut, was findest du auch selber gut. Das ist eigentlich zum Teil, finde ich, eine gute Herangehensweise, aber man muss immer ein bisschen aufpassen, wenn man selber schon ja wirklich so ein Apple-Fanboy ist, und das bin ich auch, ich glaube, du auch, und
ja, dann muss man mal ein bisschen aufpassen, dass man da nicht so ein Klumpenrisiko kriegt, dass man sagt, okay, ich setze jetzt alles auf Apple. Aber vielleicht bin ich da auch ein bisschen zu vorsichtig. Genau, aber ich finde auch das gerade nochmal spannend, weil es auch so ein bisschen an das anschließt, was wir vorhin diskutiert haben. Wie viel ist eigentlich so Financial Analysis, ne? Dass man jetzt irgendwelche Trends, also dass man sich wirklich einfach nur Jahresabschlüsse irgendwie anguckt und dann irgendwie Cashflows versucht irgendwie zu prognostizieren, und wie viel ist tatsächlich, dass du irgendwie erkennst, dass ein Produkt einfach besser ist als ein anderes, ja? Und ich glaube, da hilft dieser Verbrauchertest irgendwie schon, ja, dass wenn du dich zum Beispiel mit Autos auskennst und einfach siehst, okay, dieses Tesla-Ding, das ist halt einfach viel besser, oder diese Apple-Handys, die sind viel besser, dass du dann schon einen Insight hast, den vielleicht so ein normaler Analyst vielleicht nicht hat, auch wenn er sich vielleicht viel besser mit den ganzen Finanzzahlen und so weiter auskennt, ja. Und sowas wie gerade bei Social Media, da interessiert mich auch schon seit Jahren für TikTok, und da habe ich dann vielleicht auch den Insight, naja, TikTok kann irgendwie schon 5 Sachen deutlich besser als Instagram, und für den normalen Analysten ist vielleicht irgendwie TikTok, Instagram und Snapchat erstmal alles das Gleiche. Irgendwie Social Media für junge Leute oder sowas, ne? Von daher glaube ich irgendwie schon, dass wenn du dich auch als Privatkonsument mit solchen Sachen auseinandersetzt, dass du dann eben schon Sachen siehst, die andere vielleicht nicht so schnell sehen. Auf jeden Fall. Also bei Apple, ich würde jetzt zum Beispiel eher Apple kaufen, weil ich es viel besser verstehe. Also ich nutze es seit einigen Jahren. Ich finde es auch tatsächlich besser, auch wenn natürlich vielleicht die Marke ein bisschen zu teuer ist oder vielleicht einfach auch sehr viel geschicktes Marketing natürlich dabei ist, aber trotzdem sind die Produkte einfach gut. Und dieser ganze Apple-Kosmos gefühlt, wenn du einmal drin bist, du bist drin und du willst aber auch gar nicht mehr raus. Also ich habe jetzt noch nie drüber nachgedacht, um Gottes Willen, sondern man fühlt sich da eigentlich wohl und man ist da aber trotzdem ja gefühlt positiv drin gefangen. Also es wäre schon irgendwie nervig, wenn man da jetzt raus müsste, aber wie gesagt, man will gar nicht raus. Und das spricht ja eigentlich schon dafür, dass man einen starken Burggraben hat, ein gutes Produkt hat. Das einzige Problem ist halt natürlich, wie geht die Entwicklung weiter? Also was kommt nach dem iPhone? Also vielleicht war das auch vor ein paar Jahren ein bisschen zu übertrieben. Aber klar ist natürlich schon, irgendwann muss natürlich auch mal ein Sprung kommen. Und da ist natürlich die Frage, schafft den Apple? Aber ich ärgere mich da auch manchmal ein bisschen über mich selber. Vor ein paar Jahren habe ich zum Beispiel auch mit diesen, als es losging mit Apple Music und quasi diesen wiederkehrenden Erträgen, das fand ich damals, als es noch gar nicht so alle auf dem Schirm hatten, eigentlich schon damals genial, weil man sich eigentlich auch damals schon ausrechnen konnte, das wächst gut, und wenn das eigentlich so weiter wächst, ist das alleine schon ein Bombengeschäft. Und Apple ärgert mich schon ein bisschen. Also das, Genau. Kurz Gewinnverhältnis hat sich ja dadurch ja auch verdoppelt bei gleichen Umsätzen. Eigentlich eine doppelt so hohe Bewertung, einfach wegen diesen wiederkehrenden Erlösströmen, wegen den ganzen Abo-Modellen. Ich meine, das Schöne ist immer, dass im Nachhinein ist man ja immer schlauer, aber man kann ja diese Learnings mitnehmen und dann einfach seine nächsten Trades für die nächsten Jahre dann mit diesem Wissen und diesem Erfahrungsschatz noch ein bisschen besser gestalten. Und ich glaube, wenn man langfristig in diesen ganzen Titeln drin ist, so auf 5 oder 10 Jahre, kann man da eh relativ wenig falsch machen. Ja, auf jeden Fall. Langfristig ist immer gut. Das ist auch das Wichtigste, glaube ich. Also Time, not Timing, das ist eigentlich, was man sich immer hinter die Ohren schreiben sollte. Aber natürlich in diesen Zeiten trotzdem regelmäßig mal einfach überprüfen, denn es kann sich natürlich selbst bei Apple auch innerhalb von 5 Jahren doch einiges ändern. Also da muss man natürlich immer schauen, okay, sind die jetzt auf dem richtigen Weg? Sind die noch vorne? Und wenn das, sagen die These, die man aufgestellt hat, sozusagen zum Beginn des Investments, wenn die nach wie vor intakt ist, dann ist auch alles wunderbar. Alles klar, dann vielen Dank, Mario, für das tolle Gespräch. Danke. Herzlichen Glückwunsch zu eurem Erfolg bei Mission Money. Also das heißt, alle, die das hören, auf jeden Fall Mission Money abonnieren und dem Ganzen irgendwie folgen. Und ich bin schon mal gespannt auf eure nächsten TikToks. Danke dir. Viel Spaß noch mit dir. Ciao. Ciao.